Wenn man dann noch. Also warum tausche ich das jetzt tatsächlich gegen die halbautomatische Aero Precision? Weil ich dann mich damit nicht ganz in Polen ins hintere Mittelfeld oder nach hinten absetze. Deswegen will ich damit in Polen schießen und nicht mit dem Halbautomat, oder? Warum? Ja, wir haben ja zwei Wertungsklassen. Wir machen ja zwei unterschiedliche Varianten. Wir schießen einmal 300 Meter und einmal 600 Meter. Auf der 300er Meter schießen wir auf die PG-Scheibe aus dem BDS, also die Scheibe Z18. Und auf 600 Meter schießen wir auf die was ist das? 300 Meter Positionsscheibe Z9, Z8, keine Ahnung. Schießen wir in Zeitserien. Das heißt, wir machen ja 5 Schuss in 120 Sekunden, 5 in 90, 5 in 60, 5 in 40 und 5 in 30. Ich glaube, ich Das werde heißt, da eine anständige Be Entschuldige, bitte. Speed Precision. Ich glaube, ich werde da eine überaus nervige Person werden, die überaus nervig betreut werden muss, um das alles zu kapieren. Aber ich freue mich drauf. Das ist auf jeden Fall eine tolle Idee. Man sieht auch, die Leute sind da sehr, sehr aktiv. Ja, jetzt, das heißt, du sagst mir jetzt, ich muss mein Minox-Glas von der Aero Precision wieder runterschrauben und ich soll lieber damit schießen gehen. Schieß mit dem Selbstlader. Alles gut. Ja, weil ich habe meine Hoffnung ist, dass die Konkurrenz im Selbstladerbereich nicht so groß ist wie im Repetierbereich. Ich Nee. kann dir sagen, dass ungefähr ein Drittel der Leute mit einem halben Automaten starten, ja. Siehst du, dann ist die Chance schon mal vom. Dann kann ich sagen, ich war Platz 15 anstatt Platz 30, egal ob es der letzte war. Und falls nicht, drehen wir die einfach um und dann lesen wir von oben wieder ab. Auch eine Option. So, guck mal, der Schaft ist so toll, der hat sich so gut hier reingebettet, der will hier gar nicht mehr raus. Ja, aber jetzt mal ohne Spaß, also der Schaft ist schon eine Nummer, ne? Das ist schon nach vorne, nach hinten, nach oben. Und es ist jetzt auch tatsächlich, wenn man sich das anguckt, hast du vielleicht noch abschließend, was ja immer ganz interessant ist, Erfahrungen mit dem ganzen Apparat. Jetzt versuche ich dir etwas Neutralität zu entlocken, was das Thema Reparaturen, Ersatzteile und so weiter angeht, wenn mal was ist. Also grundsätzlich gibt es in Deutschland zwei Importeure. Das ist einmal die in alphabetischer Reihenfolge, das ist die Firma Acker in Gummersbach und Heinz Henke in Werlte. Die haben natürlich beide Ersatzteile dafür. Haben die auch Und und auch aber qualitätlich muss man jetzt ganz ehrlich sein, wenn jetzt irgendwas ganz Spezielles kaputt gehen sollte und sie haben es nicht da, ist es wie bei allen anderen Herstellern, was über den großen Teich kommt, das wird halt dauern. Aber an der Ruger geht ja nichts kaputt, oder? Da geht ja Was soll nichts da kaputt kaputt gehen? dran, hast du gesehen, was das für eine Reaktion ist von einem alten Mann? Wahnsinn. Olli, Also bei Henke selber kannst du natürlich Kammerstände und du kriegst auch den Henkgarten, du kriegst auch die Mündungsbremse, auch die Schräubchen für die Schafteinstellung, das haben sie. Was soll denn ein Repetierer kaputt gehen? Also, wenn ich mal zurückgehe, 25 Jahre habe ich Langwaffen, Abzugsfeder mal gebrochen, meistens wird noch sie nie einen selbst Zündstift. kaputt, oft wird sie selbst kaputt gebastelt, haben wir gemerkt mittlerweile, auch wenn das böse klingt, aber manchmal ist es wirklich so, ne? Olli, ich glaube, war eine gute Idee. Jetzt müssen wir mal ausprobieren. Schau dir mal dazu die 338 Labrock Magnum an. Ja, aber da kann ja wieder kein Mensch die Munition bezahlen, wenn du nicht selber lädst. Ich weiß, Naja. wenn man öfters auf Long Range gehen sollte, dann sollte man eh die selbstgeladene Munition nehmen. Liest man da immer ganz, ganz oft. Na, ich muss zugeben, du bist Long Range-mäßig wesentlich erfahrener als ich jetzt persönlich. Aber ich kann damit leben, dass ich nicht alles kann und alles weiß. Deswegen probiere ich das im Sommer ja dann aus. Du hast ja mich. Genau, und du hast gesagt, nach vorne halten und dann läuft das schon. Ja, was hast du da für ein Kaliber jetzt? 6,5 oder Nee, 308? das sind 308. Ich bin irgendwie Das so sind 308. 308-Fan, weiß nicht. Also hat Kannst du die Hornady, Mensch, kannst du reinschmeißen? Du kannst Remington Premier Match reinschmeißen. ja, Ist nur dann Schrott. jetzt ist natürlich. Die Frage ist ja einfach immer,
warum nehme ich jetzt dieses Gewehr und kein anderes? Ja. Ruger war ja der Erste, der ja mit diesem taktischen Style dahergekommen ist. Dann sind ja viele aufgesprungen auf den Zug, haben irgendwann mal ein Chassis gebohrt. Das heißt, das Gewehr aus dem alten Schaft raus, in ein Chassis reinschrauben, drum gerät und fertig. Heutzutage gibt es natürlich auch von vielen anderen Herstellern gute Gewehre. Und da wird mir oft in den Foren immer die Frage gestellt, Olli, warum nicht den Ticker? Ja, genau. Die Frage hatte ich jetzt vergessen, aber das wird ja sehr, sehr oft mit ins Boot geworfen. Ticker ist eine super tolle Waffe, die ich optisch auch sehr gut gelungen finde. Es gibt halt ein bisschen Unterschiede in dem Bereich des Magazinschachtes. Das macht Spaß mit dem Magazin. Bei der Ticker musst du aber die Preise für die Magazine mal im Auge behalten. Da sind wir wieder beim Punkt, ne? Da zahlst du dich nämlich dumm und dappig für das Zubehör dann, ne? Ja, so ein P-Mark-Magazin, was Ruger verwendet, zahlst du, also ich glaube, ich habe von meinen letzten jetzt 20 Euro gezahlt oder 22 Euro. Du hast aber teuer gekauft. Ja. Weißt du was, wenn wir das hinkriegen mit dem... Von der Präzision her ist das gleich. Olli, wenn wir das hinkriegen mit dem Video und ich das da reinkriege, dann schicke ich dir eins. Ajo. Und wenn ich in Polen gewinne... Dann schicke ich dir nochmal zwei. Videos. Ja, dann bin ich dich dann einfach mit ein, wenn du Zeit und Lust hast. Aber nein, mal Spaß beiseite, wirklich vielen Dank. Darf ich dich denn, wenn wir was anderes von Ruger haben, auch mal wieder anbimmeln, auch wenn es um eine Kurzwaffe geht oder wenn es um eine andere Langwaffe geht? Weil du wärst ja hier der beste Ruger-Verkäufer, den ich hätte. Ich sage zumindest der Einzige, der Deutsch spricht am Messestand. Ja, das stimmt. Ja, und das ist das, was mir jetzt fehlt. Ne? Die IWA. Letzte Messe ist ja ausgefallen, 20. Ich glaube, nächste Woche wäre die IWA. Ne? Ja, das war letztes Jahr schon sehr, sehr schade. Olli macht das jetzt so. Ich nehme dich beim Wort. Ich bimmel dich wieder an. Ich hoffe, das war dir jetzt nicht zu nervig. Vielen Dank für deine neutrale Information, doch recht neutral. Ich habe gemerkt, du hast dir Mühe gegeben, nicht zu sehr die Fahnen zu schwenken. Wobei jeder, der dich kennt, hast du das eigentlich irgendwo tätowiert? Das, die Frage willst du nicht beantwortet haben, Hase. Ich hab nicht gefragt, wo du es tätowiert hast. Ich habe nur gefragt, ob du es tätowiert hast. Ja. Hast du, oder? Ja. Klasse, finde ich toll. Ja, das ist Vollblut, ja. Doof ist... Ja, erzähl mal, was kostet die Waffe denn bei dir? Also wir haben die Waffe momentan für 19,99 online. Ich glaube auch, dass die jetzt da sind, nicht lange hier stehen werden. Weil A, natürlich, hoffentlich kommst du nicht auf die Idee zu sagen, du möchtest eine Provision jetzt pro verkaufte Waffe. Aber ich glaube, allein durch... deine Kompetenz und deine Infos, die jetzt dazu kamen, gibt es bei uns im Shop, klar. Gibt es bei, ich sage immer so schön, um es neutral zu halten, so ein bisschen gibt es bei uns, unter anderem bei uns und auch bei vielen anderen. Letztendlich entscheiden die Leute ja selbst, wo sie was abholen. Aber das Ding ist echt toll. Und wenn es mit dem Rest nicht mehr klappt, Olli, wenn ich einen Verkäufer brauche, ja, dann. Ja, wenn es mit meinen Handschuhen nicht mehr funktioniert. Dann, dann erkläre ich dir mal ganz kurz, was dann andere Marken sind und dann können wir da vielleicht... Nein, also du bist überzeugt davon, das merke ich. Wir haben ja letztes Jahr den Eurocup in Polen ja gehabt. Da waren unheimlich viele Schützen, die einfach Ruger geschossen haben, die sehr gut damit geschossen haben, in den verschiedensten Kalibern. Die Frage ist einfach, was willst du am Ende des Tages, was bist du einfach bereit dafür auszugeben? So, jetzt haben wir gelernt, diese Waffe kostet bei dir 18,99. Stimmt das? Ja, jetzt im Angebot. Eigentlich waren es 19,99. Aber wenn du 18,99 sagst, muss ich sie wohl für 18,99 verkaufen. Schneid's raus. wo startet denn die nächste? In welchem Preisrahmen geht wirklich die nächste richtig vollwertige taktische Repetierer, der nicht in einem Chassiswert kommt? Ja, da hast du recht. Ein paar hundert Euro Unterschied. Ja, bist du direkt wieder 500, 600, wenn es langt. Na, wenn es langt, 500, 600 Euro mehr. Das Geld kannst du direkt in ein vernünftiges Glas investieren. Also, Olli, wenn das hier klappen sollte,
Dann befrage ich dich gerne auch mal zu einem anderen Thema, auch wenn es natürlich bevorzugt zu Ruger geht. Und ich glaube, Mach das. ich finde das toll, dass du dir sonntags die Zeit genommen hast. Super. Vielen, 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 vielen Dank. Olli, betreffend unserer Weihnachtsverlosung, die wir ja schon gemacht haben, wir haben ja bald schon wieder Weihnachten. So, Ja, jetzt kann ich kommt erfahrungsgemäß. ganz überraschend im Dezember. Ja, das wird ratzfatz wieder da sein, wart's ab. Jetzt komme ich ja in die Situation. Natürlich kann ich beim Großhändler wieder sagen, ich brauche was, ich brauche was, und dann kriege ich ein bisschen was. Aber mach doch schon mal deinen Kumpel da warm, den CEO, und sag, Hammer, wir verlosen 24 Tage was, da muss doch was von Ruger dabei sein. Und wenn es ein Tattoo-Gutschein ist für ein Ruger-Logo, hätte ich dir nämlich jetzt sogar geschenkt, wenn du dafür gesorgt hättest, dass ich in Polen auf Platz 1 komme. Ja, das machen wir. Ist das dann schon, darf man das so sagen, oder ist das schon compliance-technisch, oder ist das noch so ein Kumpel-Ding, wo man sagt, Tattoo gegen. Echt, wenn das beim. Nein, das sollte man nicht sagen. Ich meine, Jetzt. ich hab zwei Tattoos, die behalte ich, die haben beide für mich einen Sinn. Das ist einmal der Ruger-Adler, klar, auf der anderen Seite ist es Dux, Spiro, Spero, Ergo, Pugno. Solange ich atme, hoffe ich, also kämpfe ich. Das kam aus meiner Krebszeit heraus. Das sind die beiden Tattoos, die ich habe, die ich mit Stolz trage, die mich an gewisse Dinge erinnern. Und dabei bleibt's. Du bist wieder zu 100% gesund, und das ist wichtig. Ne? Das ist das Toi, Wichtigste. toi, toi, ja. Das ist das Wichtigste. Klopfen wir auf die Ruger. Ja, also jetzt sind wir von der Waffe zu den Tattoos gekommen. Ist auch irgendwie lustig. Olli, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Mir fällt nichts mehr ein. Also Polen, Juni, offizieller BDS-Wettkampf. Ne? Ländervergleich schießen. Ich freue mich drauf. Wahrscheinlich hast du nach 2 Tagen so Ohren von mir. Aber man braucht ja immer irgendwo wie sagt man hier, so ein Leuchtturm, den man ansteuern kann, wenn man in neuen Gefilden ist. Da bist du jetzt selber schuld dran, dass du mir da den Platz reserviert hast und mich damit rangenommen hast. Kein Problem. Ja, vielen Dank für die vielen. Nochmal, vielen Dank für die vielen Infos. Danke für deine Zeit nochmal. Die nächste Ruger würde ich dich gerne wieder einspannen, weil dann hat das ganze Thema Sachen auspacken auch ein bisschen Kompetenz im Hintergrund und nicht nur immer mein Gebabbel. Du, ich helfe dir gerne. Du hast das ganze Video jetzt nicht nur mit der Kompetenz, sondern auch rein optisch natürlich 100% aufgewertet. Ja, natürlich, klar, Hintergrund, Mein alles. Office in Prescott. Ja, da, Olli, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.